Es ist soweit. Es gibt den ersten Trailer für Legacy of the First Blade, also das erste DLC von Assassin's Creed Odyssey. Den schauen wir jetzt erstmal gemeinsam an. Ich bin richtig gespannt. Ist ein sehr, sehr kurzer Trailer, der gerade eben erst rausgekommen ist. Ich habe hier die deutsche Version, ist leider nur mit Untertiteln, denn online gibt es nur die englische Version. Ohne Untertitel, ist jetzt auch kein großer Bonus, habe ich aber schnell aus dem Presseportal gezogen. Deswegen noch ein kleiner Service für euch. Ich würde sagen, wir ziehen uns das jetzt einfach mal gemeinsam rein und ich reagiere darauf, erzähle euch ein bisschen, was ich darüber denke. Wird aber, glaube ich, nicht allzu viel zu sehen sein, was ich jetzt so im ersten Durchlauf gesehen habe. Who are you? Okay, los geht's. Alexios fällt runter und sieht Dareios. Den mächtigen ersten Assassinen. Das war Mechtlis, der ersten Klinge, so ist der deutsche Titel. I spent my life fighting those who lust for power. Those who slaughter, who feel superior to all else. They're okay, here erzählt now. So ein bisschen, wofür burning er kämpft. Villages and killing innocent people. Das ist bislang ein ganz netter Trailer. You and your Alexios. Oh, Alter, ein krasser Baum auf jeden Fall. Even more reason to keep to the shadows. Das sieht doch mal krass nach diesen persischen Kriegern aus, oder? Sehe ich das richtig? Auf jeden Fall so die Xerxes Warriors. Die Vermutung war ja, dass das Ganze in Makedonien jetzt erstmal stattfindet, zumindest der erste Teil. Zwischendurch immer der Switch zu Cassandra, auch sehr galant gemacht. Da sind nochmal Big Babos. Seekampf wird anscheinend auch wieder vorkommen. Ja, war zu erwarten. War das ein Flammenwerfer? Sometimes I think about a simpler life. Ja, moin, Digga. Da möchte ich gleich noch was zu sagen. Das sah interessant aus. Wir werden niemals sicher sein. Okay. Ja, cooler Trailer auf jeden Fall. Viel gesagt hat er meiner Meinung nach nicht. Was ich richtig interessant fand, war, dass es so aussah, als gäbe es ein Housing. Also, er sagt ja, manchmal wünsche ich mir ein besseres Leben oder ein einfacheres Leben und fegt da so ein Haus irgendwie und baut da irgendwas. Weiß ich nicht, vielleicht kommt jetzt Housing in Assassin's Creed Odyssey. Das fände ich richtig genial. Da habe ich Bock drauf, habe ich auch schon an mehreren Stellen immer wieder gesagt. In Assassin's Creed Origins habe ich es mir gewünscht, hier in Odyssey habe ich es mir gewünscht. Und vielleicht wird das jetzt wahr. Housing hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Bedeutet, ihr könnt euch ein Haus aufbauen, das erweitern mit irgendwelchen Modulen und irgendwie pimpen. Ist eigentlich eine ganz coole Sache, wie ich finde. Da hätte ich richtig Bock drauf. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so von dem Trailer haltet. Ob ihr denkt, dass Housing kommen wird, ob ihr jetzt nur euch auf die Story-Inhalte freut. Also es ist eindeutig einfach nur Erweiterung des Grundspiels. Eine Questline. Mehr sehe ich da nicht. Aber auch wirklich eine neue Questline mit, naja, einem neuen Gegnertyp. Hier den Maskierten. Wie heißen sie nochmal? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ist mir gerade entfallen. Kommen auf jeden Fall auch im Film 300 vor. Macht mir auf jeden Fall auch nochmal Bock auf mehr. Das nur eine kurze Reaktion an der Stelle. Ich bin gerade beschäftigt mit Red Dead Online. Hoffe, dass ihr vielleicht mal im Livestream vorbeischaut und bis zum nächsten Mal. Euer Fragnarz.